Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Schmeisen und das hier ist weiterhin Gran Turismo 7. Ja, im Let's Play. Dieses Video wird ja, eher ein bisschen kürzer. Ich experimentiere da noch so ein bisschen rum, wie das halt am besten auch zeitlich bei mir möglich ist. Ja, da kann man ja mal so 20, 25 Minuten irgendwie reinquetschen. Das finde ich aktuell auch noch sehr angenehm an dem Spiel, dass man halt immer mal wieder so über den Tag verteilt so ein paar Minütchen spielen kann. So, ich bin ehrlich, ich habe gerade Mittagspause und denke mir, ne, Homeoffice, ja, Klassiker, und denke mir, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, zocke ich halt eine Runde und nehme ein Video auf. Ne? Ja, und wir haben in der letzten Folge hier diesen Mini Cooper getunt und haben schon das erste Puzzlestück unseres Menübuchs hier für diese europäischen Kompaktwagen da erreicht. Aber ich denke mal, für das nächste Rennen werde ich jetzt auf jeden Fall, was hatten wir denn gekriegt, den hier, ne? Den Abarth 500. Werde ich den hier nehmen. So, und dann wollen wir keine Zeit verlieren hier. Okay. Auf Sardinien, ja. Die kenne ich auf jeden Fall auch noch nicht, die Strecke. Ja, da können wir auch teilnehmen. Wunderbar. Ist auf 400 Leistungspunkte begrenzt. Und ich bin echt immer wieder, jetzt realisiere ich das gerade mal wieder, immer wieder echt geflasht, wie ultra schnell diese Ladezeiten wirklich sind auf der PS5. Also ich habe schon seit Jahren in der PS4 auch eine SSD eingebaut gehabt, aber das kommt an die Ladezeiten hier auf der Konsole nicht im Entferntesten ran. So, mal gucken, was das hier wird. GTI da vor uns. Okay, und wenn man die beiden Autos mal nebeneinander sieht, ich weiß echt nicht, ob das größentechnisch hinkommt, oder? Also der Fiat 500 hier, der sieht ja fast größer aus als der Golf. Das ist strange. Das ist wirklich strange. Oder ich habe das echt nicht auf dem Schirm gehabt, wie groß so ein Fiat 500 eigentlich ist. So, was haben wir hier noch? Ein TT und Lancia Delta. Uiuiui, okay. Ja, also das macht schon wirklich Spaß, ne? So das Fahrverhalten der Autos, das fühlt sich halt echt nicht mehr so steif an, wie ich es von älteren Gran Turismo-Teilen kenne. Kann natürlich jetzt auch wieder nur meine bescheidene subjektive Wahrnehmung sein. Okay, das war jetzt auch nicht so die feine Art. Ich den da angeschubst habe. Ja, es macht echt Spaß. Also das war halt echt so ein Problem, was ich hatte bei älteren Gran Turismo-Teilen, dass ich dann gerade mit so langsameren Autos irgendwie das Gefühl hatte, okay, das macht jetzt überhaupt keinen Spaß zu fahren. Und bei so Kandidaten wie Forza Horizon zum Beispiel, da habe ich mich ganz doll schwer getan immer mit so langsameren Autos, die halt nicht so ein hohes Grip-Niveau haben, wirklich so langsam um die Kurven zu fahren, wie man es müsste. Das kam einem dann halt unendlich lahm vor einfach und dadurch bin ich immer viel zu schnell in die Kurven gefahren
und dann rausgeflogen und so. Das war also auch immer eher so eine Geduldsprobe. Da musste man sich dann so voll am Riemen reißen. Und ich habe das Gefühl hier nicht, ja. Also ich habe das, das Gefühl halt einfach, dass auch so ein Auto, was hier nur irgendwie, in Anführungszeichen, irgendwie 200 PS hat oder so, dass das schon ordentlich schnell ist und dass das wirklich Spaß macht, damit zu fahren. Kaum auszudrücken. Also es macht mit Controller wirklich schon immer mehr Spaß, auch je öfter man es spielt, wenn man sich halt dran gewöhnt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man es dann jetzt auch nochmal mit Lenkrad gespielt hat, dann ist das nochmal eine ganz andere Welt, weil man dann halt so die volle Kontrolle über das Auto hat und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich werde natürlich auch meine Eindrücke dementsprechend hier schildern. Sehr formell heute, ne, unterwegs hier. So, wow. Okay, das war zum Beispiel echt geil. Es war beileibe nicht perfekt gefahren, aber sehr geil da rumgekommen um die Kurve trotzdem. Das ist echt, wirklich, Leute. Ich kann's wirklich nur sagen. Es ist wirklich, wirklich geil, dieses Spiel. Naja, okay, wir haben mal wieder eine Trophäe bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Aufnahme sieht. So, 10.500 für ein so ein 2-Runden-Rennen. Und da muss ich halt wieder sagen, ne? Ja, okay, sehr geil. Polo GTI. 2014er Baujahr. Oder Modell, besser gesagt. Okay, ja, da fahren wir auf jeden Fall jetzt mit, ja. Obwohl 99 kW, was ist das? Das sind irgendwie 140 PS gewesen gerade, ne? In der Karre. Also ich weiß auf jeden Fall, ich hatte mal ein Auto mit 96 kW, das hatte irgendwie 131 PS oder so. Also Pi mal Daumen, 135, 140 PS. Das finde ich ein bisschen schade, dass man hier keine PS-Angabe wirklich hat. Dass man es auch nicht umstellen kann. Ihr könnt halt nur metrisch oder imperial einstellen. Ne? Boah. Nice. Ja, und das ist wirklich, das haben die wirklich, obwohl da können wir gar nicht mitfahren, ne? 438 Leistungspunkte. Ich glaube, wir waren auf 400 beschränkt. So, was haben wir hier denn noch? Brands Hatch, okay. Ohne Limit, ja, umso besser. Ach so, empfohlene, okay, alles klar. Ja, finde ich aber auch gut, dass man da so eine Einschätzung hat, ne? Das ist schon okay. Und was ich jetzt nochmal ausprobieren möchte, bevor ich das auch wieder vergesse, ist nämlich schon die ganzen letzten Rennen mir gedacht. Ich pausiere mal ganz kurz und dann zeige ich euch mal. Man kann nämlich die Verfolgerperspektive anders einstellen. Ja? Und können wir hier zum Beispiel, ja, ich stelle das mal auf 1. Können wir hier sagen, wir wollen das Ganze von Namen sehen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man das nicht durchschalten kann, aber das haben sie wahrscheinlich dafür gemacht, dass man nicht die ganze, dass man nicht irgendwie 4, 5 Perspektiven durchschalten muss und wenn man dann mal wechseln möchte, irgendwie eine Cockpit-Perspektive, dass man sich da einen Wolf drückt und tausendmal durch diese ganzen Perspektiven switchen muss. Ich meine, es ist bei anderen Spielen immer so. Das ist schon ganz gut fahren. Aber ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, das wird so der Grundgedanke dahinter gewesen sein. Ja, beim dritten, das müsste eigentlich durchzugstechnisch machen. Ja, sehr gut. Und ich so weiß ja nicht, was ihr meint, aber ich finde, die Perspektive ist mir persönlich viel, viel lieber als diese Ferne. Man sieht halt auch noch mehr vom Auto. Ne? So, so. Finde ich nett.
Lenker tatsächlich so ein bisschen beim Anbremsen, das ist nett. Und auch generell, wenn man das Gas so ein bisschen lupft in der Kurve, dann dreht das Heck so leicht raus. Ach, okay, da habe ich abgebremst, das war dumm. Das ist so das Beschissenste, was man machen kann, in der Kurve zu bremsen und nicht davor. Ja, aber das ist hier alles ein leichtes Spiel. Das sind jetzt normale KI-Gegner, also mittlerer Schwierigkeitsgrad, weil ich ja auch erstmal in das Spiel so ein bisschen reinfinden muss, wollte. Ich muss schon dazu sagen, ich mache mir das immer gerne in Spielen irgendwie einfacher so. Weil ich mir halt denke, okay, dann habe ich halt nicht so den mega Stress mit dem Spiel. Ne? Das Leben ist so schon stressig genug meistens, ihr kennt das. Weiß ich nicht, irgendwie hätte ich Bock, vielleicht doch nochmal eine größere Herausforderung zu haben, aber es ist halt bei diesen 3-Runden-Rennen oder 2-Runden-Rennen halt echt immer schon so ein Ding, ne? Ihr müsst vom letzten Platz aus irgendwie auf den ersten fahren, im Idealfall, damit ihr das abhaken könnt, gedanklich, das Rennen. Oh, ein bisschen zu schnell, aber das ist alles machbar, ne, und das fühlt sich dynamisch an, so vom Fahrverhalten. Nicht so unberechenbar und so, ne? Ich meine, gut, ist jetzt auch ein Fronttriebler, klar. Ist sowieso einfacher zu fahren, aber das macht echt Spaß. Das ist echt saugeil. Kann ich nicht anders sagen. Jo, so, haben wir das hier auch abgehakt. Wieder 10.000 Credits. Und wir haben einen Cooper S gewonnen. Sehr nice. Achso. Start drücken, um da weiterzukommen. Aber ist halt auch geil, ne? Also vielleicht nochmal ganz kurz gezeigt, weil Ladezeiten sind ja nicht vorhanden. Könnt einfach mal so hier Standbild machen, ne? Finde ich eigentlich auch super geil. Ohne da erst irgendwas einzuschalten, blenden mir die UI-Objekte aus oder so ein Scheiß. Ne? Hier könnt ihr die Autos durchscrollen. Und wahrscheinlich auch hier, ja genau, Perspektiven durchschalten. Habe ich mir auch noch nie angesehen, alles, muss ich sagen. Das ist schon... Das ist richtig, richtig hoch... qualitativ alles, ja. Also ihr merkt so die Produktionsqualität, ne, in jedem Atemzug bei dem Spiel, finde ich zumindest, kann ich nicht anders sagen. So, ja, nochmal schön drapiert die drei. So, Glückwunsch, sie haben alle drei Autos, haben sie ihre europäische Kompakt-Sportwagen-Sammlung komplett. Jawohl, so, dann holen wir uns unsere... Ah ja, okay, und jetzt können wir ab sofort Fotos machen, nehme ich an. Sehr geil. Okay, GT-Auto. Ah, okay, da können wir Autos warten wahrscheinlich, ne? Also Ölwechsel machen lassen und so ein Scheiß. Sehr gut. Ja. Das ist schon mega. So, kennen Sie den Begriff Kompaktsportwagen? Er beschreibt Fließheckfahrzeuge mit leistungsstarkem Motor und sportlichem Fahrwerk. Und sieht schon geil aus, wie die da stehen, ne? Also. Okay, cool. Jetzt werden nochmal so Bilder eingeblendet. Das ist auch irgendwie ein... Eine Premiere. Zum Beispiel die Hochleistungsversion GTI von Volkswagens Golf der ersten Generation, der 1976 erschien. Der übrigens so groß war, ich habe das letztens mal verglichen, wie ein VW Fox heutzutage. Ja?
Also ein VW Fox ist so groß gewesen, Pi mal Daumen, wie ein Golf damals. Ne? Das muss man sich auch mal reinziehen. Ja, und da hätte ich auch echt richtig Bock drauf auf den GTI. Er gilt heute gemeinhin als der allererste Kompaktsportwagen. Krass eigentlich, ne, dass sie das damit begründet haben. Der Polo ist der Nachfolger des Original GTI und auch immer noch tausendmal größer als der 1er Golf. Ne? Und Marken wie Cooper aus England und Abarth aus Italien haben seit den 1950ern Hochleistungsmodelle produziert. Das widerspricht sich eigentlich gerade ein bisschen, aber gut. Aha. Okay. Da hätte ich vielleicht ein bisschen länger warten müssen, um dann noch die Kamerafahrt von dem Fiat 500 einzufangen. So, waschen Sie ein Auto in GT Auto. Okay, das kann man immer noch machen, ja, dass man Autos, dass die Autos auch dreckig werden, ja, scheinbar. Aha. In diesem Menü geht es darum, alles zu erleben, was GT Auto zu bieten hat. Also wir sind im Prinzip immer noch im Tutorial, ja, nach inzwischen irgendwie, was sind das, 4 Stunden, 5 Spielstunden so in dem Dreh. So, ja, ja, okay, cool. Ja, alles klärchen. Ja, ein paar Minuten haben wir noch, das gucken wir uns auf jeden Fall hier noch zusammen an. Scapes ist jetzt offen, das wird ein Fall für eine eigene Folge, würde ich schon fast sagen, für ein eigenes Video. So, aber GT Auto gucken wir uns an und dann nehmen wir doch mal, wenn wir da jetzt schon hinfahren, irgendeinen Gebrauchtwagen von uns. Schade, dass man hier die Kilometerstände nicht sehen kann. Was hatten wir denn gebraucht gekauft? Hier den Fit, ne? Noch irgendwas gebraucht gekauft? Den Cappuccino. Hm. Ja, okay. Der ist in perfektem Zustand. Ja, nehmen wir den. Oh. So geht das. So. Nehmen wir den Fit. Der hat es nämlich echt nötig. Man könnte auch sagen, der ist nicht ganz so fit. Oh Gott. So. Fahrzeug. Ah ja, okay. Und hier können wir auch Felgen und Spoiler montieren und so einen Scheiß. Und unseren Renn-Overall modifizieren. So, jetzt gibt es bestimmt hier wieder irgendeine Einführung. Jawohl. Ah, finde ich auch geil, dass man das Auto da dann stehen sieht, ja. Das ist schon nice. Das ist schon wirklich cool. Ja, es gibt 3 Etagen, auf denen man verschiedene Dienstleistungen und Produkte angeboten bekommt. Es gibt viele spannende Anpassungsteile und Angebote für Autofans. Okay, die sind spannend, die Anpassungsteile. Aha. Ich hoffe, Sie genießen Ihre Zeit hier bei GT Auto. Okay, Clayton. Auf dieser Etage führen wir Wartungen an Ihrem Auto durch. Hier verbreitern wir auch Karosserien. Okay, interessant. Wenn Sie Ihr Auto zu lange fahren, sinkt dessen Leistung. Bringen Sie es also regelmäßig zur Wartung hierher. So, und dann gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall einmal für 50 Credits die Autowäsche. Ja, so ein bisschen matt ist der schon vom Lack. Ne? Mal gucken, ob man da jetzt irgendwie einen Unterschied sehen wird. Credits sind drin, ne? Okay, dann vibriert der Controller so ein bisschen dazu. Ja, wenn ich es mir jetzt einbilden müsste, dann würde ich sagen, man sieht da einen kleinen Unterschied. Wäre natürlich richtig geil, wenn die Autos richtig dreckig werden, ne? Wenn man halt zum Beispiel auch so um die Radkästen rum irgendwie so Bremsstaubablagerungen sieht, jetzt gerade bei so einem weißen Auto, oder halt auch die Felgen anlaufen, ne, und so Bremsstaub sich da reinbrennt und so. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt. So, dann machen wir auf jeden Fall nochmal einen Ölwechsel für 250 Credits, wo wir schon hier sind. Okay, und das plätschert so aus dem Controller. Lautsprecher, das ist ganz lustig.
so eine breitere Karosserie. Dazu muss die gesamte Karosserie des Fahrzeugs ausgebaut werden. Wie kann man denn eine Karosserie ausbauen? Bitte beachten Sie das Größe und Einpresstief Ihrer Reifen automatisch. Alter, kann man das sehen, wie das aussehen wird? Ja. Und? Aha. Ach was. Naja. Ja, doch, so ein bisschen, ne? Da am Seitenschweller unten sieht man das vor allem, dass er da so ein bisschen rauskommt. Aha. Das ist ein abgefahrenes Feature, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also im Prinzip werden so die, die Kotflügel so ein bisschen rausgestellt, ne? Aha. Bekommen wir auch minimal bessere Leistungswerte durch, aber nee, das machen wir nicht. Aber es ist cool, das zu sehen, dass es das gibt, auf jeden Fall. Krass. Okay. So. Schließen wir das Menübuch noch ab und dann haben wir hier wieder eine halbe Stunde bestimmt gleich voll. Die haben ihr Auto wirklich gründlich gewaschen. Ist das nicht ein tolles Gefühl, wenn die Karosserie so glänzt? Ach, ja, okay. Okay, wir nehmen das einfach so hin, was er da sagt. Übrigens bietet GT Auto auch noch andere Dienstleistungen. Ja, genau. Sie können ihr Auto komplett überholen lassen. Das andere haben wir uns noch gar nicht angesehen. Dem widme ich mal eine andere Folge, indem sie die Reifen oder ihre dynamischen Teile austauschen. Und wenn sie in GT Auto ein schickes Fahrzeug entwerfen, empfehle ich, in Scapes Fotos von ihm zu machen. Und das ist wirklich mega geil, also dieses Foto-Feature. Ich kann das wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen, sich da mal ein bisschen mit zu befassen, weil ihr könnt da so kranke Bilder mitmachen, so geniale Bilder. Da könnt ihr euch quasi selber Desktop-Hintergründe bis in alle Ewigkeiten mit erstellen, ja, wenn ihr da Spaß dran habt. So, was kriegen wir da für Tokyo Expressway? Ja, nice. Okay, cool. Ist auf jeden Fall spannende Strecke. So, was haben wir hier? Ah ja, eine Meisterschaft in Tokio. Ja, supi. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, genau. Brauchen wir eine nationale B-Lizenz für. Ja. Am Ende des Renns wird es wohl regnen. Wissen wir Bescheid. Nice, okay. Das ist das Video dazu. Ha. Krank, dass sie sich da die Mühe gemacht haben und auch diesen ganzen Verkehr da in der In-Game-Engine halt, ne, zu zeigen. Sehr nice. Ey, und ich wünschte wirklich, die würden hier so einen Modus integrieren wie bei den alten Tokyo Extreme Racer Spielen, ne? Wo man halt einfach so rumfährt und um diesen Tokyo Ring und gegen andere Autos so antritt und so ein SP Battle macht, wie nennt man das? So ein Battle halt, ne? So ein 1v1, so eine Geschichte, ne? Also wer es nicht ganz rafft, was ich da meine, guckt euch vielleicht kurz so ein Tokyo Extreme Racer Video hier auf meinem Kanal mal an, da habe ich tausende von hochgeladen. Das wäre super episch. Also dann müsste ich mir, glaube ich, echt irgendwie einen Monat Urlaub nehmen oder so oder einfach mal einen Job kündigen und dann nur noch den ganzen Tag dieses Spiel hier zocken. Würde ich sagen, haben wir eine halbe Stunde Pi mal Daumen sicher wieder hier rumgebracht.
Und ich freue mich auf jeden Fall weiterhin aufs nächste Mal. Heute war es nicht ganz so. Also die letzte Folge hatte ich echt das Gefühl, ich werde hier so schleichend depressiv, so, keine Ahnung. Geht, ne? Gibt halt solche und solche Tage. Würde ich sagen. Besten Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.